Der super sympathische, reiche Schweizer Haus in Österreich. Nein, ich habe viel gemacht und habe viel Glück gehabt und bin stolz auf das. Darf ich noch eine Geschichte erzählen? Ein Märchen. Es war mal ein armer Gil. Er war traurig. Und am Dorffest hat er sich brutal in ein wunderhübsches Mädchen verliebt. Aber am Ende dieses Abends hat der Vater des Mädchen gesagt, mit dem Typ wirst du nie mehr wieder tanzen, weil der kommt aus armen Verhältnissen. Der Gil war traurig und er hat sich gesagt, ich verlasse das Kaff und ich komme erst wieder zurück, wenn ich Millionär bin. Und dann hat er sich auch noch gedacht, wie ich Olympiasieger und Schauspieler auch noch gut. Es ist kein Märchen, es ist die Geschichte vom Hause Lüttenegger. Wir sind in Gstaad, er dreht hier irgendeine Fernsehsendung und ich hole ihn ab. Tiger Marie. Wie geht's? Wunderbar. Gut. Mit schönem Wetter, bin zufrieden. Machen wir ein Ausflug. Und ein schönes Auto, voilà. Schau, den Hund gesehen. Ja. Wunderbar, alles in Ordnung, voilà. Genau, stimmt, okay. Hey, wenn ich jetzt Millionär werden möchte, was gäbe es für Tipps zum Millionär werden? Schau mal, Millionär werden ist in dem Sinn schwierig. Aber es gibt einen Spruch, der heisst, ohne Fleiß keinen Preis. Ja. Man sagt ja immer, Millionär werden ist einfach, aber Millionär bleiben ist schwer. Und wieso bist du es geblieben? Ja gut, ich bin immer vom Boden geblieben. Alle haben immer das Gefühl, der Hause, die Leute sind so fröhlich, aber im Inneren sieht es anders aus. Das ist natürlich so. Die Leute, ich kenne ja jeder in der Schweiz. Wenn ich bin immerhin 38 Filme gedreht. Ich hatte natürlich ein Riesenleben. Aber im Inneren war ich nie das, was ich gespielt habe. Ich musste meinen Arbeitern gegenüber ein fröhliches Haus sehen, ein glückliches Haus. Du bist ja sehr ein grosszügiger Mensch. Wie entscheidest du dem, gibst du irgendeine Unterstützung finanzielle und jemandem nicht? Das ist sehr schwierig geworden. Ich habe früher einfach Geld gegeben, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss Geld geben, habe ich gegeben. Oder wenn die Velofahrer sind gebrüllt, gebläht zu mir, wir haben keinen Sponsor mehr, dann habe ich den Silo, übernommen. Ich habe einen Fehler gemacht. Zum Beispiel, ich bin in St. Moritz in der Bar gehockt, ich bin Ski gefahren oben, und jetzt komme ich nach Hause, ich muss das blaue Band sponsern von St. Moritz, und ich habe das Kostenspiel, 80.000, und ich habe gut, machen wir das, okay. Das waren alles Sachen, die ich nicht überlegt habe. Wir könnten ein kleines Spiel machen, Golf für Arme. Golf für Arme da oben, wie geht das denn hier? Das habe ich noch nie gehört. Golf für Arme, hast du noch nie gehört? Nein, noch nie gehört. Nein. Machen wir jetzt. Für jeden gibt es 3 Holz. Um 20 Stutz. Ja, gern. Mach ich gern. Gut. Kannst du einen Brat holen? Ja, Brat. Also, das sind die 3 Klöppel. Ja, okay. Ja, darf man ihn berühren oder nicht? Umhauen musst du. Umhauen? Aber auch im ersten Um. Ja, halt, ja, hör auf. Hör auf, Pralle. Okay, hör auf, Pralle. Hör auf, Pralle. Hör auf, Pralle. Hör auf, Pralle. Yes! Jo. Also. Oh, 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 kannst du genommen. Ja, mach mal, ja. So, voilà. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, hey! Nein, was? Also. Champ, nicht Champ. Ja. Danke dir, voilà. Ohne Fleiß, keinen Preis. Okay, super, ja. Da habe ich 20 Franken Ring verdient. Großartig. Das war geil, war ganz geil. Großartig. War ganz geil. Wie teuer ist ein Jahr Lifestyle Haus in Lüttenegger, wie du heute lebst? Ein Million, die lange nicht mehr. Ein Million? Nein, lange nicht mehr, nein. Was ist der dümmste Anmachspruch, den eine Frau je gemacht hat? Ja, wenn einer sagt, du siehst grausam gut aus. So schön wie du bist niemand. Und dann sage ich so, nein, das kann doch das alles. Okay. Nein, nicht mehr das Leben, nein. Oder du bist ein heißer Geil, hör auf, ein heißer älterer Herr. Nein, nein, Frauen sind enorm wichtig. Und man hat Frauen immer geschätzt. Auch geschäftlich tut man Frauen schätzen. Ja, ja. Frauen haben einen riesen Dreh, nicht alle, aber einen Haufen, wo sie wirklich verstehen. Auch die Politik. Ich bin immer erstaunt, die Schweizer Politik, wie die Frauen gescheit und reden. Ja. Da können eine Menge Männer das Mädchen abschneiden, wenn die Frauen in der Politik sind. Schön aus. Ja. Jetzt gibt es noch eine Überraschung, und zwar hier im Handschuhfach haben wir Zitatenbox. Ja. Darf ich dir die schnell geben? Ja, ich nehme das raus, okay. Viele Männer wissen nicht, dass die Frau das stärkere Geschlecht ist. Sind.
Ja, das stimmt genau. Ja. Also darfst du schon noch ein Zitat hinterlegen, mit Hansi Lüttenegger. Was wollen wir da notieren? Ja, also ich sage allen Leuten, ohne Fleiß keinen Preis. Voilà. Gut. Das ist alles. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was gibst du mir mit auf meinen Lebensweg? Schau mal, du bist ja jung. Du musst immer das machen, was du kannst. Und es ist wichtig, herauszufinden, was man kann. Es ist schwierig, es hat so viele erfolgreiche Leute, die zu nichts gekommen sind, gescheite Leute in der Schule, die das Falsche machen. Ich hoffe, dass du den Job, den du findest, auf dich zugeschnitten ist. Voilà! Merci, junger Mann. Okay. Für das Gespräch und für die Challenge. Ich habe es gerne gemacht. Schön, merci. Und allen, die dich hören, ist ein Gruß vom Hause, vom Berner Oberland.